herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Schieders Melange. Und ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich die Evelyn Regner. Jetzt an sich quasi auch für unsere Zuschauer niemand Unbekannter, aber der Anlass ist deine kurz zurückliegende Wahl auch zur Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Auch quasi in dem Format erstens herzliche Gratulation. Dankeschön. Aber da wollte ich die Melange nutzen, mit dir ein bisschen über das Europaparlament, die Aufgabe Vizepräsidentin zu plaudern. Aber vielleicht, bevor wir in diese Themen einsteigen, es sind ja auch schwierige Tage gerade. Mhm. Es herrscht Krieg in Europa, schreckliche Bilder uns erreichen uns. Viele Menschen sind in Sorge und Angst, zu Recht, muss man auch sagen. Daher jetzt als langjährige Europaabgeordnete, wo man sagt, waren wir eigentlich nie gewöhnt, so solche Bilder in Europa zu haben. Wie geht's dir mit dieser Situation? Servus und Freundschaft, gell? Danke für die Einladung. Na, was soll ich dir sagen? Krieg ist scheiße. Also ich rede da nicht um den heißen Brei herum. Das sind Bilder, die wir uns nicht vorstellen wollen und die wir jetzt sehen und die Wirklichkeit sind. Und deshalb, erstens haben wir natürlich Solidarität mit den Menschen, mit den Zivilistinnen, den Zivilisten, die in den U-Bahn-Stationen übernachten, die irgendwie versuchen, ihr normales Leben fortzuführen, das natürlich nicht mehr existiert. Und die wir in erster Linie damit unterstützen können, indem wir sagen, wir Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, wir schauen nicht weg, wir schauen hin, wir teilen dieses Leid. Und das ist, glaube ich, ganz besonders wichtig auch für die Ukrainerinnen und die Ukrainer. Das eine ist ja quasi Sanktionen, also Maßnahmen auch, um den Aggressor in dem Fall wieder in die Schranken zu weisen und vielleicht zu schauen, dass es eine Rückkehr an den Verhandlungstisch gibt. Aber das andere ist ja auch diese humanitäre Situation. Und jetzt ist ja in wenigen Tagen auch Frauentag und Frauenpolitik war ja eines deiner zentralen Themen auch. Du warst Vorsitzende des Frauenpolitischen Ausschusses im Europaparlament, warst deshalb, weil du das zurücklegen hast müssen, weil als Vizepräsidentin quasi höhere Aufgaben noch auf dich zugekommen sind. Jetzt ist aber gerade im Krieg ja auch so, Frauen, Familien, die sind so ein bisschen im Schatten, so wie jetzt auch der Frauentag im Schatten des Krieges ist. Die Männer gehen kämpfen, sind quasi Teil aller dieser schrecklichen Aggressionen. Und was oft nicht so gesehen wird, ist, dass ja auch die Rolle von Familien, von Frauen im Krieg ja ganz, ganz besondere ist. Und daher natürlich auch so Frauensolidarität für den Frieden ein ganz wichtiges Thema ist, oder? Wie? Na, was dazu erstens einmal, ich habe vorhin die U-Bahn-Stationen erwähnt, nicht? Sehr viele Familien, Frauen, aber natürlich auch Männer, Zivilisten, Zivilistinnen, die verbringen jetzt ihre Nächte, ihre Tage in den U-Bahn-Stationen oder dort, wo es irgendwie noch ein bisschen Sicherheit ausschreien kann. Das ist wichtig und das machen viele Frauen ganz hervorragend, Ruhe auszustrahlen. Ich meine, das ist schwierig in einer Situation, in der alle alarmiert sind und die Angst haben. Aber wenn wir auch noch die Bilder, die schrecklichen vom Zweiten Weltkrieg von UK vor Augen haben, Ruhe und sich nicht in die Hysterie und die Angst zu begeben, das ist ein unglaublich effizientes Mittel gegen Gewalt. Das ist natürlich leicht gesagt aus der Ferne, aber es ist unglaublich wichtig daher auch für uns aus europäischer Sicht, genau das zu unterstützen. Und das können wir sehr wohl machen, indem wir in Social Media Bilder teilen, nicht unreflektiert irgendwas teilen, das sind teilweise gefakte, wiederum Angst- und Hysteriebildende, erzeugende Bilder, sondern vielleicht das, was wir mitbekommen von einer Bekannten aus der Ukraine, die eben zeigt, schaut her, so schaut das jetzt aus, der Alltag. Gemeinsam sitzen wir da halt irgendwie in der U-Bahn-Station, die ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe. Und ist nicht so auch, dass gerade Frauensolidarität, was ist das gerade bei auch so Auseinandersetzungen grenzüberschreitend, nationenüberschreitend ist? Es demonstrieren absolut ja auch zigtausende in Russland gegen den Krieg. Also ich glaube auch, dass Putin da ziemlich isoliert ist. Man darf jetzt nicht alle in einen Topf werfen, sagen die Russen und Russinnen, sondern es gibt ja Tausende, die sagen, das ist ein schlechter Krieg, den wollen wir nicht. Da sind ja auch wieder Frauen führend voran, die in St. Petersburg und anderen Orten auf die Straße gehen und sagen, hallo. Absolut, absolut. Ich kann das nur unterstreichen. Ich hatte und habe Kontakt mit Frauen aus Belarus, aus Weißrussland. Und wenn wir da hinschauen, da sind sie auch vor allem Frauen,
die eigentlich ein ganz normales Leben leben wollten. Die haben ihre Ausbildung gemacht, die haben einen Beruf gemacht, die wollen irgendwie leben und die haben manchmal das Gefühl, sie sind im komplett falschen Film, auf einmal die großen Heldinnen zu sein, weil sie sich einsetzen, ganz einfach, für ein normales demokratisches Leben. Und dasselbe passiert in der Ukraine und das geht ja schon viel weiter zurück, nicht? Wenn wir uns auf die ersten Demokratiebestrebungen an die erinnern, da waren es vor allem Frauen, da waren es vor allem junge Menschen, die in der ersten Reihe gestanden sind und das muss natürlich weitergehen. Und zu den Sanktionen, da bin ich, also da schwenke ich dann wieder, weil da sollen die Frauen mit den Männern zusammenarbeiten, nämlich innerhalb der Europäischen Union, klares Zeichen, Wirtschaftssanktionen mit einer Stimme sprechen. Und das sind, also kommt mir vor, auch immer wiederum ganz besonders Frauen, diejenigen, die das besonders pushen, währenddessen wir dann sehr wohl natürlich auch diese klassisch-toxisch-männlichen Bilder mit den Waffen natürlich besonders sehen. Und das sehe ich überhaupt auch bei Putin, dass das auch ein ziemliches toxisches Machismo-Problem ist, zusätzlich zu den ganzen politischen Malversationen. Schon seit vielen Jahren. Mhm. Ich glaube, es ist auch notwendig, wenn jetzt 8. März Frauentag ist, ist ja auch die internationale Frauenbewegung auch immer eine Friedenbewegung gewesen. Also jetzt gerade Johanna Donal hätte ja heuer auch einen runden Geburtstag gefeiert, wenn sie noch am Leben wäre. Die war ja auch immer ganz vorne engagiert in der Frauenbewegung, Gleichstellung, alle diese Fragen, aber auch in der Friedensbewegung, in der internationalen Bewegung. Und da finde ich, kommen diese Themen sehr gut zusammen. Aber weil ja ein zweites Thema ja auch ist, deine Funktion als Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Warum streiche ich das immer so hervor? Weil es war noch nie jemand von der SPÖ Vizepräsident im Europäischen Parlament oder Vizepräsidentin. Mhm. Du bist da die erste Person, obwohl wir schon seit 1995 dabei sind. Das heißt, das ist schon ein ganz wichtiger historischer Schritt, der für uns alle im Europaparlament, aber auch für, glaube ich, die gesamte Partei und auch für Österreich, glaube ich, eine ganz tolle Sache ist. Jetzt hast du ja angesprochen, Europa steht vereint. Wie ist da jetzt deine Sicht so, gerade aus der Position der Vizepräsidentin, geht es ja auch darum, Europa hat viele Widersprüche nach innen, aber schafft es anscheinend schon auch, wenn die Krise wirklich ganz tief ist, dass man zusammensteht. Also vielen Dank für die freundlichen Worte. Vizepräsidentin zu sein im Europäischen Parlament, das bedeutet die organisatorisch-bürokratische Führung des Hauses. Also es ist sehr viel rundherum Firlefanz, sage ich jetzt einmal, aber auch die politische Führung. Also das Zusammensitzen und Entwerfen der wichtigen politischen Eckpunkte, die natürlich alle 705 Abgeordneten dann durch Plenarabstimmungen tragen müssen. Aber das kann man sehr wohl auch durch die Strukturen, in denen wir an denen arbeiten, entsprechend gestalten und dabei zu sein. Und natürlich als Sozialdemokratin ist mir vor allem wichtig, dass wir das, was das Menschen da leben, tatsächlich verbessert. Also es hat sehr viel mit Alltag zu tun, entsprechend in den Vordergrund stellen. Bei dem, was du jetzt angesprochen hast, in diesen Tagen geht es vor allem darum, mit einer Stimme zu sprechen. Das sagen wir immer wieder. Wir sagen das immer wieder, das gemeinsame Voranstellen. Aber ich möchte wirklich hier ganz besonders betonen, dass die Europäische Union in Summe gewachsen ist an den Krisen. Natürlich meckern wir alle herum, was uns alles nicht passt und es gibt vieles, was wir gern anders hätten. Aber was ich sehe, sowohl bei der Wirtschaftsfinanzkrise, bei der Corona-Krise und jetzt bei der großen außenpolitischen Krise Russland-Ukraine, dass wir unser Schneckentempo erhöhen. Also die Europäische Union, die könnte noch immer viel mehr Speed brauchen, aber die Führung im Europäischen Parlament bedeutet da, geben wir ein gutes Beispiel, indem wir schnell Entscheidungen treffen. Und das tun wir natürlich auch, indem wir jetzt in der Ukraine- und Russland-Krise auch ziemlich schnell, relativ geeint reagieren. Das heißt, du siehst das Europaparlament schon so ein bisschen als Motor, auch als Triebfeder, vielleicht auch ein bisschen der Stecken, der sagt, hallo, schneller, weiter, vergesst nicht, es geht um wichtige Themen, verzettelt euch nicht. Definitiv. Und du hast angesprochen, in der Krise bringt Europa schon vieles zusammen. Vielleicht, ich find ja auch, in der Corona-Krise hat man gezeigt, der Wiederaufbaufonds inklusive der Finanzierung über Eurobonds, wenn man so will, die Klimafrage und jetzt auch die Russland-Frage hat schon auch gezeigt, dass, wenn es darauf ankommt, man Entscheidungen treffen kann und das Parlament ja hier auch vorantreibt. Es gibt ja auch Streitereien nach innen, sind jetzt gerade, muss man auch sagen, wir waren alle erfreut, dass auch Ungarn und Polen jetzt sich wieder eingekriegt haben. Aber gerade bei Grundrechten, europäischer Rechtsstaatlichkeit, gibt es ja viele Themen. Und da spielt ja auch das Parlament auch eine zentrale Rolle. Wäre das Parlament nicht,
weiß ich nicht, ob so viel Druck wäre. Mhm. Absolut. Ja. Das ist also auch eine deiner Aufgaben. Jetzt. Absolut, also absolut. Die Europäische Union, nämlich auf das Wichtige zu schauen, was eint uns. Wir haben natürlich hunderterlei Themen und einen riesengroßen Bauchladen. Und immer wenn wir im Wahlkampf sind, dann werden wir daran erinnert an irgendwelche Detaildiskussionen und müssen uns auf einmal für Käsekreiner rechtfertigen oder viele andere Dinge, die sicherlich nicht das große Ganze sind, das Europa letztlich eint. Aber wir sehen das jetzt, Rechtsstaatlichkeit, Wertegemeinschaft, Frieden, ja, das sind die Grundziele der Europäischen Union. Und dann natürlich auch die möglichst enge Zusammenarbeit wirtschaftlich, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass es den Menschen in Europa besser geht. Und gerade in den Krisen sehen wir das jetzt, könnte oft mal schneller sein, aber wir lernen. Und das ist, glaube ich, auch eine der großen positiven Botschaften, die wir da jetzt so rausschicken können, dass wir sollen aus der Geschichte lernen. Natürlich wiederholt sich Geschichte nicht, aber gerade in diesen Tagen denke ich an Timothy Snyder, der schon sich mit Russland vor Jahren recht eng auseinandergesetzt hat. Das, was wir entgegensetzen können, ist in Europa geeintes Auftreten. Und das wünsche ich mir, dass wir das jetzt nach außen ganz besonders stark zeigen. Aber weil du eben das Wort Frieden angesprochen hast. Und ich denke mal, wenn man zurückdenkt auch so an europapolitische Debatten im Wahlkampf und auch wenn man in Schulen ist und dann sagt, Europa ist auch eine Friedensunion, dann haben ja viele gelächelt und gesagt, komm uns nicht schon wieder mit dem Frieden, das ist doch selbstverständlich. Und ich glaube, dieser Tage merken wir, dass dieses Selbstverständliche gar nicht so selbstverständlich ist und wie brüchig Gesellschaften sind, wie brüchig auch unser Leben ist, wie alle nebensächlichen Fragen. Ja? Also ich meine, das sind Menschen, auch die müssen sich innerhalb von einer halben Stunde entscheiden, was packen sie ein und damit sie flüchten können oder ihre Wertgegenstände, ihre was weiß ich, Erinnerungen, Fotoalben, halt sich denken, wo tue ich das jetzt hin, damit ich es vielleicht nachher noch habe und geht verloren. Es geht ums Leben, man erreicht der Verwandte nicht, weiß nicht, leben die noch. Also alle diese Situationen hat man immer geglaubt, das ist so fern, oder? Das ist irgendwo in anderen Kontinenten, bei Bürgerkriegen, was weiß ich was. Aber das ist mitten in Europa jetzt und das zeigt schon, was die EU gebracht hat, aber auch welche wichtige Aufgabe sie jetzt hat, diesen Frieden voranzubringen. Und geht es dir da nicht genauso? Oftmals ist es schwierig, mit Menschen zu sprechen und zu sagen, wir kämpfen so sehr, dass die Einstimmigkeit in der Außenpolitik abgeschafft wird oder die Einstimmigkeit bei Steuern. Da denkt man sich, dafür geht kein Mensch auf die Straße. Aber dass diese Strukturen, diese Institutionen letztlich das Fundament sind, auf dem eben Frieden aufbaut, auf dem auch unser wirtschaftlicher Wohlstand und unser sozialer Frieden letztlich aufbaut. Und dass das halt natürlich ein mühseliges Arbeiten im Alltag dann letztlich ist, sich gerade dafür einzusetzen. Ja, also ich sehe ja so, jetzt denkt man sich oft, lass uns in Ruhe mit so Kleinigkeiten, mit Details, die man alle diskutieren kann. Und jeder hat im Detail eine spezielle Ansicht. Und jetzt geht es ums Große und Ganze. Aber gleichzeitig, denke ich mal, sieht man ja auch jetzt, auch wenn man zum Beispiel auf viele Arbeiten hier im Parlament verweist, die sind ja auch wichtig, weil Frieden und Stabilität hängen ja auch davon ab, dass an sich unser Gefüge passt. Dass keine Ungerechtigkeit, also dass die Menschen nicht finden, das System ist extrem ungerecht, dass Gleichstellungsfragen, Jobs, soziale Sicherheit, das hat ja damit zu tun, mit dem allen. Ich meine, gerade bei Russland sieht man ja auch, ich meine, den Menschen in Russland geht es seit Jahren schlecht, weil Putins Politik schlecht ist. Nicht? Also das ist ja auch ein Ablenkungskrieg auch. Und daher denke ich mir oft, also wenn man zum Beispiel jetzt so bei deiner Arbeit, nicht das, was weiß ich, Frauengleichstellung, dann kommen viele Details, nicht? Frauen in Vorständen, Women on Board, Gender Pay Gap, europäische Arbeitslosenversicherung, alles so Themen, irrsinnig viel technische Fragen, kann man lang diskutieren. Aber im Summe, finde ich, macht es das aus, was das Friedensmodell auf Europa ist. Und da gibt es auch gute Nachrichten. Die Richtlinie, also ich möchte wirklich auch die guten Nachrichten ansprechen und die ganz konkret sind. Die Richtlinie über eine Frauenquote in den Aufsichtsräten, die wird jetzt Wirklichkeit. Nach so vielen Jahren ist es gelungen, dass Deutschland, die deutsche Regierung, also insofern natürlich super Olaf Scholz und Co., ihren Widerstand aufgegeben hat. Also es war nicht Scholz, es war natürlich die Frau Merkel.
Und dass jetzt diese Richtlinie auch wirklich von uns verhandelt wird und umgesetzt. Das heißt, bei der Frauenquote geht was weiter, Frauen in Führungspositionen und gleichzeitig auch bei dem Thema, das natürlich alle Frauen wie Männer letztlich betrifft, nämlich Transparenz bei den Einkommen. Das bedeutet auch hier, dass wir was gegen die Lohnschere machen und da sind die Verhandlungen jetzt voll im Gange. Das heißt, das passiert jetzt alles im Windschatten der großen Krise in Russland und Ukraine. Aber es ist für mich wichtig zu sagen, schaut her, wenn europäisch ordentlich verhandelt wird, kriegen wir da auch was weiter. Und da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir diese Verhandlungen führen und erfolgreich abschließen. Das ist mal gut auch zu unterstreichen, ja. Weil manchmal malen ja die europäischen Mühlen, brauchen länger, bis was ist, aber es kommen dann auch Ergebnisse. Und die sollen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern am Tisch legen, auch wenn gerade quasi der Scheinwerfer woanders hingerichtet ist. Glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit. Aber ein zweites Thema vielleicht, das ich da noch anspielen wollte, was ja auch bei deiner Arbeit auf zentralen Raum eingenommen hat, ist ja Steuergerechtigkeit, ja. Kampf der ganzen Briefkastenfirmen, Hinterziehungskonstrukte, Intransparenz, wo Milliarden ja öffentliche Gelder hingeht. Das hat ja auch gerade jetzt wieder so eine Aktualität bekommen, weil sich auch bei den Finanzsanktionen natürlich die Frage stellt, hat der Oligarch, der wird ja auch irgendwo das in Briefkastenfirmen schon längst verparkt haben. Und es war ja kurz offen die Frage, macht die Schweiz mit bei den Sanktionen oder nicht? Und dann haben sie doch mitgemacht. Bisher hat ja die Schweiz immer gefunden, sie sind dann doch lieber Steueroase oder Steuersumpf, wie man sagt. Wie ist da eigentlich der Stand? Der Stand der Dinge ist der, wir geben da Vollgas. Ich bin in den Verhandlungen zur Geldwäschebekämpfung drin. Die legen da jetzt los. Und das sozusagen das Schlüsselwort in der Geschichte ist immer Transparenz. Offenlegen. Wenn du offenlegst, dann kannst du wesentlich besser sehen, wem gehört was, wie sind die Geldflüsse. Das ist jetzt bei Ukraine und Russland sehr, sehr wichtig, weil erstens einmal können wir dann noch viel genauer hinschauen, woher kommt das ganze Geld. Und gerade Russland hat ja unglaublich viele so Pseudo-NGOs unterstützt, finanziell, damit die reinspalten in die europäische Bevölkerung ja auch nicht. Also wenn wir an den Brexit denken, wenn wir an sehr viele Organisationen denken, die Frauenrechte und LGBTIQ-Rechte beschneiden, da kommt manchmal ganz gezielt Geld aus Russland. Warum? Weil es immer darum geht, den Zusammenhalt der Gesellschaft auseinander zu dividieren. Und das hat natürlich auch was mit den Steuern zu tun. Also es geht um Geldwäsche, es geht um Spalten der Gesellschaft und es geht darum, dass Reiche immer reicher werden. Und da fahren wir jetzt auch rein auf europäischer Ebene. Ich setze mich dafür ein, dass wirklich eine Wealth Tax, eine Vermögensteuer kommt. Wir in der europäischen Sozialdemokratie arbeiten da ganz intensiv dran. Und mit der OECD arbeiten wir auch zusammen, denn selbst Weltbank, IWF und so weiter, die haben verstanden, auf die Dauer, also selbst wenn die Obermega-Kapitalisten am Werke sind, merken sie, das macht Gesellschaften kaputt. Und wenn die Gesellschaften kaputt sind, dann können sich auch die ganzen Reichen ihr Geld irgendwo hinschmieren. Und das ist ja der Zusammenhang zwischen sozialem Frieden, echten Frieden und sozialer Gerechtigkeit. Ich glaube, wichtig zu unterstreichen, weil man ja oft kriegt man so E-Mails, warum beschäftigt ihr euch jetzt nur, sagen wir jetzt, mit Russland, Ukraine? Nein, wir beschäftigen uns mit vielen anderen Dingen auch, weil die Alltagsarbeit ist ja wichtig. In dem Zusammenhang denke ich mir nur oft, was mich maßlos ärgert, ist, wie in Österreich jetzt darüber diskutiert wird, zum Beispiel die Wertpapiersteuer, also die Wertpapierkäste, also sprich, die, wenn man so will, Einkommensteuer auf Wertpapiergewinne wieder abzuschaffen, weil sich das die ÖVP wünscht und die Grünen das gleich mittragen, finde ich das vollkommen unverständlich, weil es wieder ein Schritt ist, das natürlich in soziale Ungerechtigkeit, in Steuerungerechtigkeit und. Und da sieht man, dass wir da manchmal auch so gegen Windmühlen kämpfen, wenn dann immer wieder Regierungen leichtfertig da. Ich kann mich noch erinnern, wie schwierig das war, der ÖVP abzuringen und das einzuführen. Ja? Und es ist nicht unwesentlich viel Geld vielleicht. Zum Abschluss, damit nur vielleicht nämlich Vizepräsident, nur zur Erklärung, weil ich glaube, viele haben so ein Bild vom Parlament. Es ist nicht so wie in Österreich. Ja. Erst einmal zum Glück, es ist nicht Wolfgang Sobotka Parlamentspräsident hier. Das ist einmal die gute Nachricht. Sondern auch eine Frau erstmal, oder nicht erstmals, aber seit langem wieder. Ja. Roberta Metsola aus Malta, eine Konservative. Und dann gibt es mehrere Vizepräsidenten, die, wie du schon gesagt hast, die steuern das Haus. Steuern politisch natürlich, worum es geht, und führen auch Vorsitz. Also nicht nur, du hast, glaube ich, weiß nicht, einen halben Tag nach deiner Wahl oder was gleich Vorsitz ist gleich geführt. Losgegangen. Genau. Ja, also als
Parlamentsvizepräsidentin vertritt man die Präsidentin. Und wir haben ja sehr intensive Plenarsitzungen. Das heißt, die dauern dann wirklich von in der Früh bis Mitternacht. Nicht? Da geht es von 9 bis 24 Uhr durch. Und dementsprechend ist dann natürlich ein Radl, wer die Plenarsitzungen leitet. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte, also diese Plenarsitzungen zu leiten. Und natürlich dann auch die Abstimmungen. Das wird wahrscheinlich noch wesentlich spannender werden, denn jetzt während der Corona-Krise geht ja bei uns vieles hybrid, beziehungsweise quasi nur über den Computer. Das wird sich dann wieder ändern. Und wir vertreten natürlich die Präsidentin dann auch international. Also wenn es um Austausch mit, was weiß ich, lateinamerikanischen Regierungschefs geht oder den USA oder Asien, Afrika, also das wird aufgeteilt. Plus dann natürlich die tollen repräsentativen Aufgaben. Und ich bin für den Lux Filmpreis zuständig, aber das sind dann sozusagen noch die Zuckerl, die dazukommen, so quasi auch die sehr schönen, nach außen hin sichtbaren Zeichen dann entsprechend leiten zu dürfen. Aber das Parlament ist ja nicht nur ein Parlament quasi, genau, sondern auch setzt ja viele Akzente, den Lux-Filmpreis, genau, den Sacharow-Menschenrechtspreis. Vor kurzem war jetzt eine Veranstaltung, zwei Tage Frauen in Afghanistan. Mhm. Also da kann man als Vizepräsidentin auch sehr viele Akzente setzen. Genau, da kannst du wirklich Akzente setzen. Und ich bin unglaublich stolz, froh, zufrieden und gerade als Sozialdemokratin und als bisherige Vorsitzende vom Gleichstellungsausschuss, dass ich jetzt ich kann es wirklich so nennen, die Oberfeministin des Europäischen Parlaments bin, denn ich bin für Gleichstellung, für Frauenfragen zuständig. Und es ist unglaublich spannend, weil auf die Art und Weise gelingt es uns immer, die tollsten Frauen der Welt letztlich einzuladen. Also gestern hätten wir beispielsweise Jellen eingeladen gehabt für Frauen, feministische Finanzpolitik. Das ist jetzt natürlich ins Wasser gefallen durch die Russland-Ukraine-Krise, aber wir holen das nach. Und da gibt es europaweit noch unglaublich viel zu tun. Also bei Gleichstellungspolitik, da werden wir nicht locker lassen. Sind wir noch nicht am Ende? Nein. So viel quasi, das passt zum kommenden Frauentag auch sehr gut. Es ist noch lange nicht zu Ende, sondern es gibt noch viel zu erkämpfen. Danke dir für die Melange, danke euch fürs Zuschauen. Danke dir, Andi. Wenn ihr wissen wollt, mehr, vielleicht Booster auf mehr bekommen habt, die Evelyn hat einen Social-Media-Auftritt, hat einen Facebook-Internet-Auftritt, ich auch, das Europaparlament auch, da werdet ihr alles auch finden, was ihr sonst wissen wollt. Ich hoffe, es hat euch wieder mal Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Danke dir, Evelyn. Danke dir. Tschüss.